Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei Kirmes Aktuell und damit herzlich willkommen zu einem recht interessanten Vlog, denn heute geht es um einen Erstbesuch eines Freizeitparks in Deutschland. Ich war noch nie im Freizeitpark Belantis, der ist bei Leipzig und genau da soll es heute reingehen. Es gibt für mich vieles Neues zu entdecken, vieles Neues zu erleben, denn ich war noch nie in diesem Freizeitpark. Entsprechend gibt es für mich auch einige Counts abzuholen. Und ansonsten einfach mal gucken, was der Park so zu bieten hat. Ich habe mich nicht groß vorher informiert, muss ich gestehen. Außer, dass ich weiß, dass es eben ein paar Counts hier gibt in diesem Park, weiß ich so ziemlich von gar nichts. Deswegen, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, lasse mich überraschen. Was ich schon mal gleich vorweg sagen kann, On-Ride-Aufnahmen sind leider hier in diesem Park verboten. Ich habe das auch versucht vorher anzufragen, aber die erlauben das hier grundsätzlich nicht. Entsprechend On-Ride-Aufnahmen bekommt ihr heute hier leider aus diesem Park keine, aber es ist strahlend blauer Himmel und Sonnenschein, das heißt, die Off-Ride-Aufnahmen, die werden dafür umso schöner. Und ja, dann hätte ich gesagt, da scheint der Eingang zu sein, dieses Schloss oder wie das aussieht. Und dann geht es jetzt da rein und wir sehen uns gleich im Park wieder. Ja, wie es sich für einen Erstbesucher gehört, habe ich mir jetzt einen Parkplan geholt und bin jetzt als erstes in den Themenbereich Reich des Sonnentempel und stehe jetzt hier vor der ersten Achterbahn vom ersten Count, Huracan. Das ist eigentlich auch mit die größte Achterbahn hier im Park. Ich bin mal sehr gespannt, wie die sich fahren wird und hätte gesagt, nichts wie rein da. Ich bin jetzt gerade eben mit Huracan gefahren, hier im Hintergrund auch nochmal zu sehen. Sieht an sich von außen, finde ich, sehr, sehr cool und auch durchaus spektakulär aus. Und auch die Fahrt an sich ist, würde ich behaupten, ja, relativ cool vom Fahrablauf her. Allerdings muss ich jetzt sagen, gut, ich war jetzt letzte Reihe, das Ding hat drei Reihen, der Wagen, aber Leco Mio, das schlägt, das ist ja anders krank. Also war jetzt keine angenehme Fahrt, sage ich einmal. Das hat dann doch ziemlich geschlagen. Ich werde vielleicht später noch mal ein Ründchen in der ersten Reihe fahren, aber Junge, 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 das war schon mal nicht ohne zum Wachwerden. Aber an sich natürlich cool mit diesem 90-Grad-Lift so nach oben, dann oben relativ langsam über diesen Lift hier drüber und dann runter, aber ab da, jo. Okay, an sich finde ich hier dieser Bereich hier voll schön. Ich glaube, hier werde ich später tatsächlich ein bisschen am Sandstrand entspannen. Ich werde jetzt meinen Fokus mal, wie sich es für einen Erstbesuch bei mir eigentlich gehört, eher mal auf die Achterbahnen legen. Es gibt hier jede Menge Flatrides drumherum, da komme ich dann später, wenn noch Zeit ist, dazu. Erst einmal jetzt der Fokus auf die Achterbahnen und da hinten wäre eine Achterbahn in diesem Ritter-Themenbereich, der öffnet aber erst um 11. Deswegen geht es jetzt ins Tal der Pharaonen, da ist die Cobra des Amun-Ra. Das ist noch ein weiterer Count und dann hätte ich gesagt, nichts wie hin da. Ich
bin jetzt gerade eben mit der zweiten Achterbahn gefahren, der Cobra. Die war dann wesentlich angenehmer, ein kleiner Family Coaster, jetzt nicht weit bewegend ist, aber die fuhr sich auf jeden Fall auch wesentlich angenehmer. Wartezeit war jetzt hier so bei 5 Minuten circa, relativ entspannt. Als nächstes geht es in eine Attraktion, die ich im Vorfeld schon mal auf Bildern gesehen hatte. Und zwar diese riesige Pyramide hier, Fluch des Pharaos. Das ist eine Wildwasserbahn. Ich glaube auch sogar mit kleinem Dark Ride Part in der Pyramide, bin ich mir aber nicht sicher. Ich kann es euch leider natürlich auch nicht zeigen, weil Onboard-Aufnahmen verboten sind, aber ich werde euch auf jeden Fall berichten. Und dann hätte ich gesagt, geht's jetzt rein in den Fluch des Pharao. Gerade eben Fluch des Pharaos, der Wildwasserbahn hier im Hintergrund gefahren. Ich muss sagen, das sieht optisch schon sehr, sehr cool aus. Die Fahrt selbst war jetzt eigentlich auch echt nice. Einen richtigen Dark Ride Part in dem Sinne gibt es nicht, so einen ganz kleinen. Und dann gibt es tatsächlich einen Aufzug, der dich nach oben fährt. Was aber auch cool ist, habt ihr gerade auch eingeblendet gesehen. Es gibt dann noch so eine zweite Abfahrt. Das ist wie eigentlich bei einer Raftingbahn, so dieses runde Rondell, wo man dann aber mit so einem Boot nach unten fährt. Und da ist jetzt das richtige Stichwort, denn man sitzt dort wirklich in einem Boot. Es ist ein Schlauchboot, in dem man sitzt. Es ist wirklich komplett mit Luft aufgebaut. Blasen und aus Gummi, was das Ganze noch mal interessanter macht, weil du wirklich jeden Wasserschlag, sage ich mal, spürst. Entsprechend ist das Ganze aber auch wackelig, der Sitz bewegt sich. Also fand ich jetzt cool, war eine coole Erfahrung und ja, Abkühlung jetzt nicht so wirklich, man wird nicht wirklich nass. Aber allgemein zu diesem Bereich hier finde ich echt schön, auch mit dieser Themenfahrt hier Odyssee, die werde ich später auf jeden Fall auch noch fahren. Aber jetzt als nächstes geht es erst einmal noch zum letzten Count, das wollte ich sagen. Den letzten Count für heute holen und dann hätte ich gesagt, nichts wie hin da. Ich bin jetzt gerade eben mit der letzten großen Achterbahn gefahren. Es gibt theoretisch sogar noch einen Count, das ist aber so ein kleiner Mini-Coaster, wo ich gar nicht mitfahren darf. Und ja, die Achterbahn, die sieht man hier auch noch so ein bisschen im Hintergrund. Das ist so mit Drachenritt, Burg-Thematisierung, das Ganze. Ist eigentlich echt ganz cool. Die fand ich jetzt tatsächlich von allen Bahnen sogar am spaßigsten, muss ich sagen. Und am angenehmsten vom Fahren her. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, gab ordentlich Airtime. Und jetzt sitze ich hier gerade mal ein bisschen im Schatten, weil man darf das heute nicht unterschätzen. Es ist wirklich keine einzige Wolke am Himmel und es ist sehr, sehr warm. Also die Sonne, die knallt vor allem runter. Und jetzt habe ich mich hier hingesetzt in den Schatten und werde jetzt hier mir ein Schnitzelmenü für 11,90 Euro mit Getränk mal eben schmecken lassen. Ich hoffe, es schmeckt. Mal gucken. Und danach, denke ich mal, geht es dann so langsam mal an die kleineren Attraktionen und Flatrides und was es sonst noch so alles gibt hier im Park. Ich habe jetzt gerade eben gegessen und muss sagen, es war sogar geschmacklich echt ganz okay. Schnitzel hätte ein bisschen mehr sein dürfen, aber ansonsten war das eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, denke ich, ganz okay. Ja, jetzt bin ich hier gerade wieder an diesem Strand. Ich bin jetzt einmal so ein bisschen durch den Park geirrt und habe mal versucht herauszufinden, was gibt es jetzt überhaupt so an kleineren Attraktionen und so weiter. Auch anhand des Parkplans habe ich das versucht herauszufinden und habe dann dabei festgestellt, dass irgendwie tatsächlich die eine oder andere Attraktion scheinbar geschlossen hat. Ich weiß nicht, ob heute den ganzen Tag vorübergehend geschlossen heißt da. Und das würde zum Beispiel den Icarus betreffen, den es hier im Park gibt. Und aber auch ein Madhouse, worüber ich eigentlich ehrlich gesagt sogar sehr traurig bin, weil da habe ich mich schon drauf gefreut, als ich vorhin im Parkplan gesehen habe, hey, hier ist ein Madhouse. Hat auch geschlossen im Moment. Das heißt, es gibt ein paar kleinere Sachen. Ein paar davon sehen wir hier auch schon. Es gibt eine Frisbee, es gibt eine Schiffsschaukel. Es gibt einen Irrgarten da hinten. Da werde ich jetzt gleich mal als erstes reinschauen. Das ist so zum Durchlaufen. Ob da jetzt groß Thematisierung ist, weiß ich nicht. Aber so ein bisschen Irrgarten, da werde ich jetzt, denke ich mal, als nächstes gleich hingucken. Und weil da hinten sind noch, hier ist so ein kleiner, schräger Freifallturm.
Und hinten ist auch noch irgend so ein Turmfahrgeschäft, habe ich vorhin aus der Ferne gesehen. Ja, aber ob die anderen Attraktionen dann heute noch aufmachen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hoffe schon, aber bin im Moment nicht ganz so optimistisch gestimmt. Aber mal gucken. Dann geht es jetzt als nächstes mal in diesen Irrgarten da rein. Und danach denke ich mal als nächstes hier gleich in diese Schaukel. Ich war jetzt gerade eben in diesem Labyrinth. Was? Ja, es ist ein Labyrinth, aber es war jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Tatsächlich ist es dann doch überschaubar gewesen. Und ja, ich habe ja gesagt, ich gehe noch in die Schaukel. Mit Schaukel meinte ich natürlich nicht diese Schaukel, sondern Frisbee meinte ich. In die Schaukel geht es jetzt dann gleich rein. Aber Frisbee war ich jetzt drin. Eigentlich echt ein ganz cooler Farblauf, 3 Minuten Fahrprogramm. Und ja, dreht sogar zeitweise wirklich ganz ordentlich auf. Ich habe mich jetzt gerade hier mal hingesetzt, habe noch ein paar Aufnahmen von Huracan gemacht und habe mir jetzt hier so ein leckeres Slushy geholt gehabt. Eigentlich echt okay, für 6,99 kriegt man quasi diesen Becher hier komplett voll, 0,5 Slush und kann theoretisch für 3,99 nochmal nachfüllen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und jetzt gehe ich dann gleich hier als nächstes einmal in die Schaukel und zumindest werde ein paar Aufnahmen machen hier drüben von diesem kleinen Piratentower, der da gerade auch schon kippt und fällt und alles mögliche. Sieht ganz witzig aus. Und ja, das heißt, davon kommt jetzt mal ein paar Impressionen und dann geht es wahrscheinlich als nächstes mal in diese Bootsfahrt, die ich vorhin euch gezeigt habe, auf diesem großen See. Da werde ich dann als nächstes hinschauen. Mit der Schiffsschaukel bin ich jetzt gerade eben gefahren. Ja, ist auf jeden Fall immer eine witzige Geschichte. Die Leute schreien alle wie blöd, obwohl es eigentlich nur so eine kleine Schiffsschaukel ist. Aber stimmt schon auch so, wenn der voll aufdreht, dieser Moment des Kribbelns, der ist schon nice. So, jetzt geht's wie angesprochen hier in diese Themenfahrt. Odyssee nennt die sich. Ist recht übersichtlich, einsichtlich auf dem See, aber es gibt auch einen kleinen Darkride-Part und ich denke, da wird mich jetzt keiner aus dem Park verschmeißen, wenn ich euch da jetzt mal kurz ein bisschen mitfilme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt gerade eben mit der Bootsfahrt Odyssee gefahren. Ist wirklich eine recht monotone Bootsfahrt. Da passiert nicht viel, auch in dem kleinen Darkride-Part passiert jetzt nicht wirklich viel. Aber trotzdem ganz schön, 14 Minuten Fahrzeit, sehr entspannend und beruhigend. Ja, meine letzte Attraktion für heute wird jetzt hier hinter diesem Zirkuszelt ist es. Leider fährt es gerade nicht, ich kann es euch von hier aus gerade nicht zeigen. Es ist eine Art Gerstlauer Skyfly, aber irgendwie auch nicht so richtig, weil man fliegt nicht drum herum, sondern es dreht sich nur im Kreis. Und du hast 2 Sitze, die nach oben fahren. Ihr seht es gleich eingeblendet dann jetzt. Mal gucken, aber es basiert wahrscheinlich auf dem gleichen Prinzip wie ein Gerstlauer Skyfly. Vielleicht ist es sogar von Gerstlauer. Ich weiß es nicht, muss ich gestehen. Könnte aber sein. Auf jeden Fall ist das hier hinter diesem Zirkuszelt. Zirkuszelt ist das richtige Stichwort. Der Park hier hat übrigens auch ein recht schönes Showangebot. Für Kinder allerdings eher, kann ich jetzt leider auch nicht so wirklich wahrnehmen heute oder mir einen anschauen, weil ich jetzt eben gleich gehen muss. Deswegen ist das jetzt auch die letzte Attraktion, denn ich fahre heute noch nach Leipzig und nach Bayreuth auf die Kirmes. Das heißt, volles Programm. Aber wir haben jetzt auch schon 15 Uhr gleich. Das heißt, der Park hätte eh nur noch 2 Stunden offen. Ja, dann geht's jetzt rein da. Ihr bekommt noch mal ein paar Impressionen und dann sehen wir uns gleich vor dem Park nochmal wieder. Thank you.
mit diesen Impressionen und dem Schloss Belantes, so nennt sich der Eingang hier übrigens, habe ich mittlerweile in Erfahrung gebracht, soll es das gewesen sein aus dem Freizeitpark Belantes. Ja, mein Fazit zu diesem Park, es war ja mein Erstbesuch, ich habe auf jeden Fall Full Count bei den Achterbahnen, die ich fahren konnte, weil die eine war ja zu klein, die konnte ich nicht fahren. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Park, so würde ich sagen. Also ja, vielleicht etwas speziell, sag ich mal, und man merkt schon hier und da, dass es jetzt nicht in die Natur reingepflanzt ist, der Park, sondern dass es halt extra so angelegt wurde, würde ich jetzt mal behaupten. Liegt hier aber vielleicht auch daran, dass um diesen Park drumherum, das ist mir schon bei der Herfahrt aufgefallen, halt wirklich alles absolutes Flachland ist. Das ist hier im Osten scheinbar so. Und deswegen ist das vielleicht auch gar nicht so einfach, sag ich mal, hier dann einen Freizeitpark hinzustellen. Dafür finde ich es aber ganz gut gelungen, dass zwischen den Attraktionen wirklich auch ein bisschen Platz ist und nicht die Attraktionen komplett aneinander geklatscht sind. Bietet auch hier, also der Park hat auf jeden Fall Platz ohne Ende. Das heißt, theoretisch, erweiterungstechnisch könnte da noch einiges kommen in diesem Freizeitpark. Die Attraktionen sind zum Teil auch sehr, sehr gut thematisiert. Zum einen dann, ja, der Rest ist so durchschnittlich thematisiert, würde ich sagen. Hier und da sind sie im Grunde fast ein paar Kirmesattraktionen, kann man sagen. Es ist auf jeden Fall ein schöner Freizeitpark. Ich muss jetzt nicht dieses Jahr nochmal herkommen. Also es ist jetzt kein Freizeitpark, wo ich sage, da muss man jetzt mehrmals im Jahr hingehen. Aber wenn es wieder eine Neuheit gibt, warum nicht? Also gerade auch jahreskartentechnische Angebote habe ich gesehen, gibt es da einige gute, unter anderem dann auch mit Partnerparks, wo man dann kostenlos in den Moviepark zum Beispiel reinkommt und so weiter. Also es hat mir gefallen, ich fand es schön. Ich hoffe, dass euch die Impressionen und der Tag hier, den ich euch jetzt mitgenommen habe im Abenteuerreich Belantes, gefallen haben. Und dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Leute.